So Leute, heute soll es hier mal ganz kurz um einige Infos gehen. Ihr könnt davor gerne ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen. Falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Und zwar fangen wir mal hier direkt mit der neuen Info an, beziehungsweise Neuigkeit. Und zwar hier oben können wir auch schon das erste Kabel zum Doomsday Live Event sehen. Die Lobby wird sich in den nächsten Tagen, Wochen noch stärker verändern. Hier werden dann noch mehr Kabel gelegt werden. Ich glaube, hier unten wird noch eins gelegt. Und hier bei Sky müsste auch noch eins sein. Und der Midas-Raum wird dann auch noch sich ein bisschen verändern. Und zwar hier die Kugel, glaube ich, wird auch noch irgendwas damit passieren. Aber das sehen wir dann in den nächsten Tagen. So viel auch schon hier zu dem Doomsday Live Event. Das war hier jetzt auch nur eine kleine Änderung. Wie gesagt, in den nächsten Tagen, Wochen werden wir dann noch mehr erhalten. Jetzt wieder zu der zweiten Neuigkeit. Und zwar wird Epic Games hier diesen Gleiter ja so ein bisschen verändern, und zwar an der Fluganimation. Das Ganze wurde auch schon hier im Arena-Modus ja entfernt, also man kann den Gleiter nicht mehr benutzen. Ich werde euch mal ganz kurz zeigen, dass der entfernt worden ist. Ich starte jetzt mal hier eine Runde Arena, also nur in Arena wurde er entfernt jetzt, nicht in normalen Modis. Ich mache jetzt mal eine kurze Runde, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier schon mal eine Runde Solo gestartet und ich werde euch das Ganze jetzt erstmal hier im Solo-Modus zeigen. Danach gehen wir mal in den Arena-Modus rein. Ich habe das Ganze so oder so schon aufgenommen. Das heißt, ich werde euch das Ganze dann einfach hier einblenden, um euch zu zeigen, dass der Gleiter dort nicht existiert bzw. einfach entfernt worden ist und gegen einen No-Skin-Gleiter ersetzt worden ist. Also, die Runde startet jetzt hier gleich und ihr werdet dann gleich selber sehen, warum Epic Games ja vorhat, die komplette Animation zu verändern. Denn es ist schon relativ schwer, die Gegner in der Luft zu hitten. So, wir haben jetzt hier noch gar keine Sekunde mehr. Was ist jetzt los? Okay. Gleich können wir dann hier rausspringen und dann werdet ihr selber sehen, das ist schon relativ... Ich habe das gar nicht davor gecheckt, dass die Animation so heftig ist. Also seht ihr das? Der Skin dreht sich wirklich schon im Kreis und es ist... Wenn ihr das die ganze Zeit macht und in der Arena spielt, und da geht es ja manchmal um Geld, dann kann ich schon Epic Games gut verstehen, dass sie diese Animation komplett verändern wollen. Das Gute ist, wenn euch die neue Animation nicht gefällt, sollt ihr angeblich das Ganze zurückgeben können. Weiß ich dann nicht, wie die das Ganze machen, ob die dann euch ein extra Ticket geben oder ob das Ganze dann irgendwie euch angezeigt wird, hier den Gegenstand zurückgeben. Falls ich da irgendwas Neues weiß oder falls es dann verfügbar ist, dass man das Ganze zurückgeben kann, werde ich dazu ein Video machen. Das heißt, ihr könnt euch eure V-Bucks wieder zurückholen oder ihr behaltet einfach den Gleiter, dann habt ihr halt eine komplett andere Animation. Aber das Ganze ist schon overpowered, würde ich sagen. Was meint ihr, Leute? Ich blende euch jetzt mal hier ganz kurz das Gameplay ein vom Arena-Modus. Da seht ihr ja, ist der No-Skin-Gleiter. Kann man leider dort nicht benutzen, weil es einfach, wie gesagt, viel zu overpowered ist. Also meiner Meinung nach ist es schon relativ gut overpowered, wenn ihr dann die ganze Zeit den Gleiter in der Luft auf und zu macht. So, wir werden mal kurz hier die Runde verlassen und ich werde jetzt euch nochmal eine weitere kurze Info sagen. So, können wir mal hier raus. Das dauert immer hier so lange, das ist echt heftig. Und zwar die letzte Info ist, dass ja heute Nacht um 3 Uhr morgens, also morgen in der Früh, Samstag früh, um 3 Uhr morgens das Live-Event ist. Wir können uns dann dort die Neon-Schwingen abholen, also diese Neon-Wings kann man sich dann gratis dann abholen. Was ihr tun müsst, habe ich schon tausendmal gesagt, aber einige verstehen es immer noch nicht. Ihr müsst einfach nur Fortnite starten. Wenn ihr dann Fortnite gestartet habt und ihr seid dann hier in diesem Ladebildschirm, klickt auf Battle Royale, dann solltet ihr die Neon-Schwingen direkt erhalten. Und die sind dann in eurem Spind. Und ja, falls ich das Ganze dann schon ein bisschen früher habe, also nach 12 oder so, werde ich dann ein kurzes Video noch hochladen. So um 12:30 müsste das dann online kommen. Ich bin auch um 2.20 Uhr live auf meinem Zweitkanal. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, oben rechts auf das i klicken. Dann werde ich auch dort das Live-Event streamen. Ich bin gespannt, was uns da so erwartet. Die Neon-Schwingen könnt ihr auch ab dem 9. Mai bis zum Montag, also von Samstag bis Montag, bekommen. Einfach einloggen in Fortnite, also einfach Fortnite starten, in die Lobby gehen, dann habt ihr die Neon Wings erhalten. Ihr müsst keine Events schauen, nichts Besonderes machen. Ihr könnt mich auch gerne noch unterstützen als Supporter Creator oder als Creator, ja genau, FER-JOS. Danke für euren Support und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.